ist die Sprechstunde, das ist der Cookie, das ist der Kevin, das ist der Sepp, ich bin die Vio und ihr seid live bei einem Sozialexperiment dabei. Wir stranden heute auf einer einsamen Insel. Geil. Nice. Sonne. Okay, es ist Regenzeit. Also, wir stranden. Ich will das jetzt gar nicht so, wie und warum wir stranden. Ob wir mit einem Schiff oder mit einem Flugzeug, können wir vielleicht gleich nochmal diskutieren, weil da bleibt ja auch ein bisschen was vom Wrack vielleicht noch über, was man benutzen kann. Aber grundsätzlich stranden nur wir vier auf einer einsamen Insel im Pazifik und müssen überleben. Und unterhalten uns jetzt darüber, wer was kann und uns den Arsch rettet. Ich kann sehr, sehr gut grillen. Und ich kann sehr, sehr gut... Kannst du denn noch jagen, weil sonst bringt das nichts. Nein, das kann der Cookie dann machen. Nee, ich bin auf jeden Fall der Leader, der Anführer. Du! Du! Dann sind wir nach 3 Tagen tot. Nein. Der nichts organisiert kriegt. Ich krieg mich selber nicht organisiert, aber ich krieg andere Leute sehr gut organisiert. Ja. Aber das ist vielleicht nicht schlecht, dann kann er nicht irgendeine Aufgabe verkacken. Wenn er eh nichts macht, du sagst uns, was wir machen. Also, ja. Ich könnte tatsächlich eine kleine Hütte bauen, glaube ich. Wir müssen erstmal kurz gucken, was wir für Werkzeug zur Verfügung haben, weil ich glaube, ein Minimum an Werkzeug sollten wir uns geben. Ein Messer. Vielleicht, ja, also Messer, Machete, Axt, irgendwie sowas in die Richtung brauchen wir auf jeden Fall. Das kann man ja aber zum Beispiel aus einem Schiff bergen. So. Du kannst ja auch, wenn zum Beispiel da, je nachdem welcher Baum da steht und sowas, alles, du kannst ja auch alles aus solchen Sachen fertigen. Naja, aber ein Messer oder eine Klinge in irgendeiner Art und Weise ist schon, also ich glaube, die sollten wir haben. Hm. Wir haben natürlich kein Satellitentelefon oder ähnliches. Hm. Aber ich glaube, sowas in die Richtung, das sollten wir schon haben. Weil mit einer Axt oder einem Messer kommst du zumindest zum Beispiel, kannst du gucken, was das ist denn, wenn, ich sag mal so, was ist denn, wenn, wir haben ja alle unser Handy ständig bei uns, ne? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass einer von uns sein Handy immer noch in der Hosentasche hat, ist auch immer noch gegeben. Ne? Das heißt, sagen wir, ich wäre das. Ja. Okay, jeder hat einen Goodie, okay? Ich nehme eine Machete. Und ich ein Handy? Was ist das denn? Okay, dann bin ich auf jeden Fall für die Musik zuständig. Überleben! Überleben! Du willst deine Rockmusik abspielen? Nee, ich sag mal so, wir brauchen gute Laune. Weil, nicht bei deiner Musik. Weil wenn man gut drauf ist, der Sepp und ich, wir werden sehr gute Laune haben. Wenn man gute Musik hört, hat man gute Laune, dann schmeiß ich die gute Musik an, dann haben wir beide schon mal gute Laune, wir überleben alles. So, wie lange hält dein Akku durch? Du Scherzkeks. Ich sag mal so, gut und gerne 3,5 Stunden. Ich hab ein und Netz. Dann, was kannst du dann sagen? Vielleicht ist die Powerbank noch in der anderen Hosentasche. Mein Goodie ist ein Netz. Ach, ein Netz. Du hast jetzt ein Netz dabei, oder was? Nein. Klug. Nee, zum Fische fangen. Ach, jeder darf sich einfach so eins aussuchen. Wir haben ja jetzt gerade gesagt. Ach so, ich dachte. Wie gesagt, oder? Sie macht doch Sinn. Jeder nimmt ein Goodie mit. Ja. Okay. Ich nehme ein Netz, da kann ich mich entweder reinlegen, wenn ich das an Bäume hänge, und ich kann damit Fische fangen. So viel zum Überleben. Aber das ist, da so, kann typisch, ich reingehen. Das ist so typisch Cookie. Ich kann aber damit auch irgendwelche andere Tiere fangen und nicht das so über die Dober schmeißen oder so. Man kann eventuell mit jagen. Ich meine, wir haben schon eine Machete, das ist schon mit der wichtigsten Dinge, damit kann man irgendwie... Ihr habt auch alle das Bild im Kopf, wie Cookie an so einem Netz hängt, was in einem Schwein, in so einem Stachelschwein drin hängt und das den Cookie über die Insel zieht, so? Nein, okay. Warum? Ich glaube, ich wäre nicht der schlechteste Partner, den man haben könnte, wenn man schon irgendwo in der Wildnis ist. Ich glaube, ich nehme dann einen Wasserkanister mit. Also so einen kleinen faltbaren Wasserkanister mit. Ohne Wasser oder mit Wasser? Nee, dann lieber einen Kochtopf. Weil im Zweifelsfall ist das ja Salzwasser, dann muss das Salz rauskochen. Das kannst du nicht. Du kannst Salz nicht rauskochen. So. Nee. Wir überleben alle. Man kocht Salzwasser raus. Das Schöne ist, er will ja das Salz loswerden und das Wasser behalten. Aber wenn er das Wasser kocht, was passiert dann? Salz. Ja. Aber wir hätten was Neues. Also der Wasserkanister ist dafür. Ich meinte auch zum Würzen. Für die Fische. Ich muss dazu sagen, ich habe in meiner Jugend mit Hingabe das originale Robinson Crusoe gelesen. Mehrmals. Mhm. Witzigerweise sogar in altdeutscher Schrift. Weil das Buch irgendwie aus meiner Elternzeit irgendwie, die hatten damals in der Schule, das war das letzte Buch, was sie noch hatten, bevor die dann auf normale lateinische Lettern geswitcht haben in der Grundschule und sowas. Und da hatten sie das. Normale lateinische Lettern. Und das Original Robinson Crusoe ist eine so fantastische und geile Geschichte, weil du da auch wirklich viel so mitkriegst. Also er versucht zu töpfern zum Beispiel, ja, wie der sich die erste Hütte baut, die ist halt Level 0 und hinterher ist es halt ein ganzes Fort irgendwie so.
Und da hat er das zum Beispiel so gemacht, dass er Sandmulden ganz vorne an der Brandung gegraben, also da, wo der Strand gerade anfängt, wo sich dann bei Flut das Wasser sammelt, dann fließt es wieder ab und das Salz bleibt, also in dieser Pfütze bleibt ein bisschen Wasser drin und dann trocknet das weg und dann bleibt nur noch das Salz. So hat er sich Salz geholt. Ich sag mal so, also unsere Chancen zu überleben auf dieser Insel sind durch deine Geschichte gerade eklatant gestiegen. Weil alles, was ich über eine einsame Insel weiß, habe ich aus Lost. Und, ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass wir die anderen oder irgendeine Luke oder irgendwas auf dieser Insel finden, ist hoffentlich gering. Also ich weiß, wie man einen Bogen baut mit Brennnesseln. Mit Brennnesseln? Mhm. Wie geht das denn? Diese, du kannst die, wenn du lange Brennnessel nimmst, nimmst du die Blätter ab. Das kriegst du auch mit einem Stock hin oder so. Du kannst eine Machete, du hast doch eine Machete. Die haben relativ stabile Sehnen und die kannst du halt zu einer Kordel quasi, du brauchst halt mehrere und sowas, kannst du halt zusammen machen. Dann kannst du einen Flitschebogen mit einem Stock bauen, dann kriegst du vielleicht schon mal Feuer hin. Weißt? Die Frage ist, wachsen Brennnesseln auf einer einsamen Insel? Ja, wir darüber, gehen mal darüber keine Ahnung. Das aber, funktioniert ja auch also mit anderen, das funktioniert auch mit anderer Fauna. Irgendeine Art von Schnur oder sowas braucht man ja früher. Also das jetzt aus oder hier Bambus zum Beispiel funktioniert ja auch, wenn du da irgendwie dir eine Hütte bauen willst und das Dach mit irgendwie großen Blättern machst, um die damit festzubinden, das funktioniert ja auch. Was auf jeden Fall gut wären, wären Kokosnusspalmen, weil die halt erstmal Trinkbares drin haben. Die haben das Fruchtfleisch, was du essen kannst. Sie haben das Fett, was du dir als Sonnencreme schmieren kannst. Was ist denn mit den anderen aus dem Vorzocker-Team? Ja genau, was kannst du, Sepp? Der Sepp hat schon gesagt, er hat ein Wasserdingsums dabei, als Goodie. Was kannst du denn noch? Ja, wir müssen ja noch Frischwasser besorgen irgendwie, ne? Der ist ja dafür da, der Kanister. Wir wollen uns ja nicht im Dschungel irgendwo verschanzen, wenn wir keine sichere Höhle finden, sondern am Strand bleiben. Mhm. Wahrscheinlich. Damit wir auch sehen, wenn ein Boot vorbeifährt. Ja. Deswegen musst du ja Wasser hin und her tragen, dafür ist der Wasserkanister. Das ist sehr gut. Aber guck, hier hat recht, so eine Art Topf müssten wir uns dann schnitzen irgendwie. Ja, man kann, wenn wir es schaffen, ein Feuer zu machen, dann können wir uns einfach so eine Schale brennen in so ein Stück Holz. Man tut die Kohle da so drauf mit dem Stock und dann brennt. Also was du auf jeden Fall benutzen kannst, und zwar die Kokosnuss, so wie sie hier im Supermarkt liegt, ist ja schon das Äußere drumherum, die sind ja eigentlich so groß. Und dieses Äußere drumherum, ich weiß nicht, ob das einen deutschen Namen hat, in Indonesien heißt das Kapok. Und aus Kapok das ist eine Nutzpflanze quasi wie Hanf. Also aus Kapok kannst du Fasern gewinnen, Matratzen werden daraus gemacht, das wird als Brennstoff benutzt. So Sachen, also aus Kapok kannst du auf jeden Fall ein super Feuer machen, was auch lange hält. Und kannst da garantiert auch das Zeug irgendwie für Kissen oder auf irgendwas, musst du ja schlafen, so ein bisschen auseinanderrupfen, die ganzen Fasern. Sand ist sehr hart. Ja, Sand ist super hart. Aber was ist denn? Keine Ahnung, eine Hütte müsste man erstmal gucken, aber ich könnte für die erste Nacht so als Notlösung kann ich vier so, hatte mal Survival Training. Keine Ahnung, wir haben uns auf jeden Fall im Wald quasi so Schlafsäcke gebaut, einfach nur einen großen Ast genommen und dann da so andere Äste, so ganz viel da drauf gelegt, irgendwo, wo es relativ sicher ist, am Strand würde das auch funktionieren, damit man schon mal die Körperwärme, wenn man schläft, nicht abgibt, sondern dass die so einigermaßen gedeckt bleibt. Man packt da so an der Seite dann so ein paar Blätter noch zusätzlich zu den Dingen mit drauf. Und wenn man dann irgendwelche Pflanzen wie Brennnesseln oder Bambus findet, kann man die auch da festmachen. Das heißt, wir würden schon mal nicht erfrieren in der ersten Nacht. Sehr gut. Nun ist ja die Situation so. Kevin glaubt nicht an unser Überleben, habe ich das Gefühl. Nun ist die Situation so. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Cookie aus Versehen stolpert und sich durch einen Ast aufspießt und sofort tot ist, ist, sagen wir, 60-40. Was? Wenn aus Versehen ein weiteres Flugzeug abstürzt und da kommen jetzt Mike, Chris und Tobi auch noch auf die Insel, ist quasi eine Wildcard. Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen, von denen als Cookie-Ersatz nehmen? Und jeder bringt auch noch ein Goodie mit. Das ist jetzt gerade der Gedanke, den ich habe. Das ist rein hypothetisch. Ja, aber rein hypothetisch ist doch das ganze Thema. Ja, aber wir sitzen ja hier und können über uns diskutieren. Wieso willst du denn jetzt Cookie rausschmeißen? Ich wollte nicht Cookie. Nein, ich wollte nicht Cookie rausschmeißen. Ich wollte nur sagen, es ist wahrscheinlich, dass der von uns, der als erstes stirbt, durch einen Unfall eventuelle Cookies oder weil ich ihn aufspieße, weil ich die Schnauze voll habe. Nein, wenn jetzt so ein Tobi kommt zum Beispiel. Ne? Hallo Tobi. Was bringt der uns für ein Goodie mit, wovon wir profitieren? Das sehen die ja, die gucken unseren Kram ja nicht. Also wenn wir jetzt hier Sprechstunde machen, gucken die ja nicht unsere Videos, seid ihr besteuert. So, das heißt,
Wenn wir jetzt sagen, was könnte der Tobi mitbringen, was für uns nützlich wäre? Also, wir brauchen noch ein Goodie. Das heißt, du hast diesen Ding. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich auch nicht. Der Kevin denkt gerade nur noch an ein zusätzliches Goodie. Wieso willst du noch ein Goodie, oder? Ja, wieso? Ja, und das muss ja jemand mitbringen. Nein, wir sind jetzt, das Spiel ist, wir vier sind auf der Insel, jeder hat sein Goodie gehabt. Und wir überleben jetzt. Ich dachte, der Tobi kann vielleicht so eine Schale mitbringen. Nein, der Tobi mitbringen. Ist nicht eine da. Eine Schale kann ich uns basteln, das ist gar kein Problem. Eine Schale kriege ich hin. Okay. Ich brauche nur Zeit und ein Stück Kohle. Wir müssen was zu essen und zu trinken haben. Ja, und wie lange, dafür müssen wir uns kurz überlegen, wie lange beabsichtigen wir auf dieser Insel zu sein, bevor wir den ersten Versuch unternehmen, von der Insel runterzukommen? Das ist natürlich eine gute Frage. Also das plötzlich. Willst du einen Floß bauen? Ja, also irgendwann müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir von dieser Insel runterkommen oder wie wir auf uns aufmerksam machen. Ich würde nicht aufs offene in den Ozean mit dem Floß. Da hätte ich viel zu viel Panik vor. Wie heißt das nochmal? Angst. Diese Angst vom Tiefwasser? Tiefwasserangst. Ich würde sagen, das kommt ein bisschen drauf an, das kommt auf unsere Reise dahin an, würde ich sagen. Was? Also wenn wir jetzt geflogen sind und mit dem Flugzeug abgestürzt sind, da hätte ich null Orientierungssinn und wüsste auf keinste Weise, wie weit wir von irgendeinem anderen Land weg sind. Das Ding ist, du verreckst auf dem offenen Meer wahnsinnig schnell, allein durch die Hitze und die Dehydrierung. Das heißt, ohne große Not würde ich erstmal auf der Insel bleiben und abwarten, ob man gerettet wird. Weil so, du kommst in Stürme, du gehst unter, du hast keine Vorräte, du hältst ja echt nicht lange durch. Ja, wenn du irgendwo im Pazifik bist, da kannst du es halt echt irgendwo schlecht treffen und irgendwo nirgendwo sein. Wie lange, bis wir was unternehmen müssen, halten wir so durch? 3 Tage? 4 Tage? Wie was unternehmen? Nach 3 Tagen willst du die Insel verlassen? Nein. Wir kümmern uns um eine Art und Weise für Nahrung und... Ja, dafür muss aber auch was auf der Insel sein. Das heißt, es muss entweder Tiere geben... Also Fische kriegst du ja auf jeden Fische Fall. Fische kriegst du so. Immer. Ich okay. habe kein Netz. Was ist, wenn der Sepp keine Fische mag? Dann hat er echt Pech. Also solange keiner eine Allergie gegen Fische hat, werden halt Fische gegessen. Ich mag Fische auch nicht so gerne. Ich möchte gerne Lachs. In der Not... Ich Kevin weiß, wen wir als erstes umbringen auf dieser Insel. Ganz ehrlich. So. Wer ist denn einfach den Kevin? Der ist dick genug. Da könnt ihr 3 Wochen überleben. Ja. Möchte immer noch ein bisschen Bauchfleisch. Ich will den Kevin einfach kartieren. Und dann okay, dann pass auf. Machen wir eine Karte von der Insel. Genau. Wir erkunden erstmal zu viert so ein bisschen die Insel. Wir laufen ein bisschen rum, gucken natürlich erstmal, okay. Suchen Wasser. Das ist das Erste, was wir machen. Es gibt bestimmt einen See in der Mitte. Bevor wir Energie auf irgendwas anderes verschwenden, weil wenn du erstmal Durst hast, dann bist du am Arsch. Ja? Wir suchen als allererstes Wasser, würde ich sagen. Ja. Ja, und dabei gehen wir einmal um die Insel rum, ob wir von da aus irgendwas sehen können. Nee. Kommt darauf an, wie groß die Insel ist. Klar, also wenn aber du wenn Glück die hast, richtig riesig ist, hast du vielleicht Glück. Wenn mehr du Glück hast, findest du einen Bach, der direkt ins Meer mündet. Das ist ja erstmal plausibel, dass er das irgendwie tut, richtig. Wenn er nicht unterirdisch wegsickert. Ansonsten guckt man sich, ich weiß nicht, vielleicht die Vegetation graben, an. Wo viel grün ist, ist auch irgendwo Wasser und zur Not musst du graben. Ne? Also ich halte es schon für wahrscheinlich, dass in der Mitte irgendwo so ein kleiner See ist. Die Frage ist, wie lange kannst du rumlatschen? Ich meine, wir haben ja erstmal noch Wasser. Ne? Und Musik. Wie lange kannst du rumlatschen? Bis du Wasser gefunden haben musst. Also irgendwann kommt ja der Punkt, wo du dich entscheidest, suche ich weiter oder fange ich an zu graben. So. Wir tingeln also immer noch mal anstrengend. Die ersten 3 Stunden tingeln wir also noch mit guter Laune. Ja. Ich habe keine Erfahrung, aber ich würde spontan sagen, komplett ohne Wasser bei einigermaßen aushaltbaren Wetterbedingungen. Ja. Tag 2. Das meine ich ja. Und wenn wir dann nichts finden, dann müssen wir irgendwann so am 2., 3. Tag anfangen, uns zu überlegen, wie machen wir, wenn ein Flugzeug vorbeifliegt, auf uns aufmerksam. Das meinte ich. Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall großes Feuer. An den Strand legen wir ganz groß mit so Steinen. Ja, normal. SOS. Was denn sonst? Hilfe. Nein, SOS. Penis. Oder sowas Kleines. Was Kleines? Kevin, ich würde nicht gerne mit dir auf einer... Penis oder sowas Kleines. Ich wäre nicht gerne mit dir auf einer einsamen Insel. Du musst das nicht ernst. Ganz ehrlich, wir hätten richtig Spaß mit 2 auf einer einsamen Insel. Okay. Euch beide allein in einem Raum zu lassen, ist schon schwierig. Aber mal im Ernst, jetzt mal, das mache ich jetzt vollkommen ernst, auf sich aufmerksam zu machen, wenn du nichts hast, was du irgendwie in die Luft befördern kannst oder sowas, ist doch die einfachste Möglichkeit, durch Steine am Strand, wenn eine entsprechende Fläche da ist, und Feuer. Wo auch natürlich, aber da irgendwie Help oder sonst irgendwas mit Steinen zu legen. Bei dem Feuer darauf achten, dass das schön qualmt, würde ich sagen. Schön feuchte Blätter oder Gummi reinschmeißen oder so. Wer weiß, was du von dem Wrack, Flugzeugwrack, Schiffswrack, was da vielleicht noch irgendwie angeschwemmt wird, so, ne? Ja.
So wie Lost, wo die dann irgendwie sich eine Wand aus einem Flugzeug teilen und bauen. Ja, und wenn, Leichen, die man essen kann. Die Snickers, wenn, die finden. Und wenn wir mit einem Flugzeug abstürzen, das klingt jetzt wieder dämlich, aber das meine ich jetzt mal ernst, wie wahrscheinlich ist es, dass auch dieses ganze Bordessen, was die da mit im Flugzeug... Na, jetzt mal im Ernst. Kevin ist der Hörling von Lust. Dass das mal irgendwann... Da fehlen mir 400 Kilo. Nein, aber erstmal die Schokoriegelpunkte. Ja, aber jetzt mal im Ernst. Die haben doch immer diese eingepackten, ekligen Flugzeug-Sandwiches und sowas. Also, na, die haben doch tierisch Glück, wenn das irgendwo auffindbar sein sollte. Weil dann haben wir erstmal... Das ist ja klar, aber das ist ja in dem Sinne... nicht die Überlebensaufgabe, sodass wir jetzt durch Glück was finden, das ist ja nicht Teil des Themas. Thema ist ja, was können wir dazu beitragen, also, zum Beispiel auch, was vielleicht medizinische Versorgung. Hat irgendjemand von euch Erste Hilfe oder ja, sowas? Ja, würde ich glaube ich, keine Ahnung. Im Prinzip ist das ja nicht so. Das ist aber lange her, ne, beim Führerschein. Das ist schon lange her. Ja, aber Erste Hilfe ist im ersten Moment nicht so schwierig. Ja, oder so Wundversorgung oder sowas, ne, mit ohne Druckverband und so, ja doch. Also kleinere Sachen bin ich confident. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Okay, Wasser, Wasser suchen? Nee. Lieber Sepp. Die Verantwortung will ich nicht übernehmen. Wasser suchen, Auskundschaften. Ja. Feuer machen. Steine legen. Und dann Dann müssen wir anfangen, uns zu überlegen. Müssen wir uns aufteilen. Einer baut irgendwie, keine Ahnung, hier diese vier Dinger da, damit wir nachts nicht erfrieren. Und die anderen gucken schon mal, ob die Essbares finden. Früchte oder sowas. Erstmal so die einfachen Sachen. Es geht ja nicht nur um Erfrieren, sondern je nachdem, was für Wetterverhältnisse da herrschen. Ich glaube, es ist nicht so kalt. Nein, aber falls nachts ein Sturm oder irgendwas aufkommt und man liegt komplett ungeschützt irgendwo oder so, das ist ja auch scheiße. Die Dinger sind ja dafür geeignet. Ja. Oder man findet vielleicht eine Höhle sogar, kann ja sein. Und dass irgendein Gestein ist, wo man sich eventuell reinlegen kann. So ein Gerüst aus Ästen und Blättern als in der Höhle, man habe ich voll Angst vor. Vor so Spinnen, die Höhle so groß sind wie... Höhle könnte vor allem eher so ein feuchtes Ekelklima sein. Da kommt eine Spinne, die so groß ist wie meine Hand. Die kommen auch mit deiner Hütte. Boah, nee. Ja, ich sehe ich da aus mit meiner Spinnenangst. Also wenn wir irgendwie es schaffen, eine Hütte zu bauen und eine vernünftige Wasserquelle haben und unsere Ernährung irgendwie richten können, das ist, glaube ich, gar nicht so schwierig. Tja, fehlt noch ein Klo, ne? Das ist das geringste Problem. Ja, Moment, das muss ja auch organisiert werden. Das muss ja ein definierter Ort sein, weil du kannst ja nicht überall... Hey, da ist halt irgendwo ein großer Felsen wahrscheinlich, der im Wasser ist, und da halte ich meinen Pappes drüber und plumpst es einfach in den Ozean. So, und dass du einen nassen Arsch kriegst. Fum. Ja, das ist gleich ein Zaubergewicht. Hast du die Kamera neu gemacht? Ich gehe halt immer ins Wasser. Nee. Kannst du dich sonst sauber machen? Mach mal die Kamera zum Finale kommen. Ach ja, herrlich. Ja, okay, aber noch ganz kurz das Weiterspinnen. Angenommen, wir haben uns soweit gesettelt, die Grundversorgung ist geklärt, ja? Mhm. Cookie fängt genug Fische. Dein Wecker geht. Wir haben auch nur noch eine Strichbatterie. Also wir sollten uns... Ja, also Cookie fängt genug Fische. Wir haben Wasser gefunden. Ja, vielleicht müssen wir gar keine Fische. Wir richten, ja, vielleicht ab und zu hoppelt mal ein Häschen vorbei, was weiß ich, oder schießt einen Vogel. So, ne, mit deinem Bogen, den du gebaut hast. Also Cookie ist Jäger, Medic, Fischer. Bau uns eine Hütte. Eigentlich haben wir überhaupt nichts zu tun. Ich habe gesagt, ich kann sehr schnell lernen. Das ist vielleicht ein Vorteil, dann kann der Cookie mir irgendwas beibringen. Ist jetzt nicht so, dass ich finde, wir können kochen, wir haben eben gesagt, wir sind sehr gute Griller. Kann kochen. Kochen kann ich denn. Solange wir uns Salz besorgen und alles andere. Du läufst immer vom Süßwasser zum Strand. Ich stell mir das vor, die Bio baut sich aus so Schilf oder so. Baut die sich naja, je nachdem, wie lange wir da sind, müssen wir uns auch mehr. Wir sind so ein Megafon. Und das Bio scheucht uns umher. Grill schneller! Cookie, lauf schneller! Genau. Wer jetzt nicht parallelig aus so einer Bambus... Ich glaube aber, ich bin auch gut im Konstruieren. Und Hütten habe ich auch schon viel gebaut. Also wirklich auch, die gehalten haben. Ich bin, glaube ich, verloren in der Wildnis. Ja, ja, letztendlich sind wir alle am Arsch. Ja, da gibt es keine App für. Das ist wir laufen da so über die Insel. Ich habe so 3-4 Folgen Bear Grylls schon gesehen. Also, das ist kein Problem. Und Rüdiger Nehberg. Ja, ich halte lang aus. Ja, also das ist, es ist auf jeden Fall interessant. Spannender ist allerdings die Frage, wie man langfristig an Kohlenhydrate kommt, weil die braucht dein Körper. Aber das klären wir dann vielleicht ein anderes Mal. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Folge.
Wir stellen fest, Cookie macht eigentlich alles für uns. Nein, ich habe nur Ideen und könnte es versuchen. Ich könnte drei Stunden lang für Musik und hat dann eigentlich auch nichts mehr zu tun. Ich grille mit dem Sepp. Ja. Ne? So, Grundwasserversorgung, also Trinkwasserversorgung ist auch erstmal geklärt. Ich kann auch alleine grillen, wenn der Wasser holt. Das geht auch. Ich glaube, wir sollten das nochmal fortführen mit den anderen. Mit dem Tobi, dann ist der Tobi vielleicht. Dann dürfen die auch ein Gadget mitbringen. Ich würde das jetzt gerne mal so eine Woche mit euch probieren. Ich finde auch interessant, ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Einschätzung ist, wie lange wir tatsächlich auf der Insel überleben. Ob wir uns A, vorher gegenseitig töten oder B, verdursten und verhungern. Das dürft ihr gerne mal in die Kommentare ausdiskutieren. Ja, danke. Während der Cookie neben Kevin in den Ohren rumfummelt, gibt es hier eine kleine Endcard mit dem Hinweis auf die letzte Sprechstunde. Die hat sehr viel Spaß gemacht, denn Kevin wollte von uns wissen, wie wir die Marvel-Filme in eine Rangliste packen. Ranken. Das ist das Wort dazu. Ranken. Das ist Recken, okay.